Wie ist denn das so? Also, die wohnen in einem Ort, der heißt. Der ist Wichtelstadt, Ja. genau. Und der ist halt eigentlich so wie bei uns. Aber es gibt ein paar Unterschiede. Und eigentlich ich bringe immer gerne Illustrationen mit von Susanne. Die habe ich auch dabei. Und das Erste, was ich jetzt an dieser Stelle zeigen würde, ist uns eben vom Dach geflattert, weil es ist ja Ja, windig. ist wirklich runtergeflogen Ist und wirklich runtergeflogen. Der Drache wäre es gewesen. Jedenfalls in Wichtelstadt gibt es Fabelwesen. ja. Und wer 10 Jahre alt ist, bekommt sein eigenes Fabelwesen. Ja. Und genau. Im allerersten Buch ist Emmy 9 und wünscht sich ein Einhorn. Okay. Weil alle Mädchen lieben natürlich Einhörner. Ja, viele Mädchen lieben ja nun Einhörner oder eigentlich fast alle. Und dann ist es auch das allerbeliebteste Fabelwesen in Wichtelstadt. Und an ihrem Fabeltag bekommt sie jetzt aber kein Einhorn, sondern ungefähr das Gegenteil, nämlich ein Einschwein. Die Illustration macht immer Susanne Göhlis. Ja. Und die sind einfach perfekt. Ich weiß auch nicht. Also Sind wirklich Einschwein sieht hübsch. aus wie Einschwein. Und die Geschichte heißt Dummer Drachenschnupfen. Und vielleicht ahnt ihr jetzt ja schon anhand dessen, was passieren wird. Ich verrate mal noch nicht zu viel, aber die Geschichte ist ausgesprochen aktuell. Ich habe sie gerade vor ein paar Wochen extra geschrieben, aus aktuellem Anlass. Und ihr könnt euch die Geschichte, wir werden die jetzt bestimmt nicht ganz zu Ende lesen können, auf der Webseite vom Verlag Oettinger kostenlos runterladen. Ist sozusagen, weil es einfach jetzt in die Zeit gepasst hat, habe ich sie einfach geschrieben und ja, jeder kann sie lesen, der möchte. Dummer Drachenschnupfen. Am ersten Tag wachte Emmy auf, davon auf, dass jemand in ihr Ohr pustete. Sie drehte sich erschrocken um und weil sie so dicht an der Bettkante lag, plumpste sie aus dem Bett. Oh, Emmylein, hast du dir wehgetan? Fragte Einschwein. Munter plumpste es hinterher. Nee, kicherte Emmy. Die beiden saßen auf dem Fußboden und lachten. Falls ihr es noch nicht wisst, Einschwein ist Emmys Fabelwesen. Das haben wir jetzt ja schon erzählt. Wir sind ja jetzt schon Kenner. Wir sind jetzt schon Kenner, wir brauchen ja jetzt keine langen Erklärungen mehr. Einschwein strahlte. Heute ist Sonntag und wir machen einen Ausflug. Der Ausflug. Seit Wochen freuten sie sich darauf. Die Familie wollte in den Einhornwald fliegen und das Einhorn Holly besuchen. Seit Tagen übte Einschwein dafür das Picknick. Denn das kleine Fabelschwein kann etwas ganz Besonderes. Das haben wir ja jetzt auch schon gehört. Es kann Essen zaubern, ne? Für den Ausflug hatte es also schon geübt, Einhorntorte und Waldsalat zu zaubern. Du sagst mir, wenn ich gucke. Genau, das kommt, also der Text zu diesem Bild kommt jetzt gleich. Ach so, okay. Du sagst mir Bescheid. Ich weiß ja, Ich sag dir dann Bescheid, wenn du die Geschichte umblättern habe ich noch sollst. nicht gelesen. Nee. Da klingelte das rote Telefon in der Wohnküche. Dabei war es noch sehr früh am Morgen. Emmy hörte, dass auch Mamas Handy bimmelte und spürte sofort ein komisches Gefühl im Bauch. Warum klingelte es überall? Die beiden stapften in die Wohnküche. Verschlafen stand Mama vor dem Telefon. Wer ruft denn so früh an? Fragte Emmy. Na, es bedeutet jedenfalls nichts Gutes, seufzte Mama. Sie lauschte in ihr Handy und Emmy, jetzt kannst du umblättern, nahm den Hörer vom roten Telefon ab. Es war Opa. Während Emmy zuhörte, kam Papa im Schlafanzug um die Ecke, das Gesicht zerknautscht vom Schlafen. Und auch er hielt ein Telefon ans Ohr. Wechsel. Nee, warte. Neben Emmy schnarchte jemand laut, nämlich Papas Fabelwesen. Und das Bild davon ist uns ja, wie gesagt, schon vom Dach War der geflogen. Drachen. Drache Henk, der in der Wohnküche schlief. Und zwar so tief, dass er nicht mal von der ganzen Telefonbimmelei aufwachte. Henk ist ein blauer Drache. Manchmal speit er aus Versehen Feuer, manchmal sogar mit Absicht. Aber das nur, um seine Familie zu beschützen. Emmy legte auf und sagte: Bei Opa im Haus gibt es einen Fall von Drachenschnupfen. Mama legte auf und sagte: Bei der Polizei wurden 2 Fälle von Drachenschnupfen gemeldet. Papa legte auf und sagte: Meine Kollegen von der Drachenuniversität glauben, dass in ganz Wichtelstadt der Drachenschnupfen ausbricht. Er war ganz blass und setzte sich auf den Fußboden. Es kam Emmy sogar so vor, als würde er sich eine Träne wegwischen. Auch Emmys Geschwister waren mittlerweile aufgewacht. Ihre Schwester Maike, die schon 14 Jahre alt ist, kam maulig ins Zimmer. Geht's noch bei euch? Ist morgens, sagte sie. Ihr Fabelwesen war die klingende Wildkatze Maxi und sie schlurfte hinterher. Oder geht's nicht mehr bei euch? Fauchte sie. Die beiden benehmen sich immer so sehr wie Teenager. Der kleine Fiete düste an ihnen vorbei. Mit seinen 6 Jahren hatte er noch kein eigenes Fabelwesen.
Und er brüllte laut, Tatütata, Fiete ist da. Davon nun endlich erwachte der Drache. Hallo Leute, sagte er und starrte die versammelte Familie an. Oh, habe ich den Geburtstag verschlafen? Herzlichen Glückwunsch. Nein, niemand hat Geburtstag, sagte Mama ernst. Warum seid ihr dann alle schon wach? Fragte der Drache. Wir, sagte Papa, aber Emmy sah, dass er es gar nicht schaffte, dem Drachen die schlechte Botschaft zu überbringen. Auch Mama wirkte jetzt sehr unglücklich. Ein Schwein nahm die Tatze des Drachen in seinen Huf. Lieber Henk, sagte das Schwein, wir haben in Wichtelstadt den Drachenschnupfen. Uff. Henk schnaufte so erschrocken, jetzt kannst du umblättern, dass er ein Loch in die Gardine brannte. Mama holte einen Feuerlöscher und löschte den kleinen Brand. Normalerweise schimpfte sie immer, wenn Henk etwas anbrannte, aber jetzt sagte sie, es sei doch gar nicht so schlimm und die Gardine sehe doch mit dem Loch auch ganz schön aus. Ja, und was ist denn jetzt? Drachenschnupfen für'n Schnupfen? Wollte Fiete wissen. Auch Emmy sah neugierig zu Papa. Ach, das ist einfach nur so ein Schnupfen, druckste Papa herum. Ist es schlimm? Fragte Emmy. Nein, nein, sagte Mama bedrückt. Aber ihr seht so aus, als ob es schlimm ist, stellte Maike fest. Ach, alles wird gut, sagte Mamas Fabelwesen, der Blütenspatz Pieps. Mama und Papa sahen sich an. Und Emmy verstand nicht, was los war. Eben wollten sie noch in den Einhornwald fahren und auf einmal war alles so komisch und ernst. Ein Schwein verstand Emmy ohne Worte. Es setzte sich neben Papa auf den Boden. So, Papa, wir müssen jetzt genau wissen, was los ist. Sonst bekommt Emmy Bauchschmerzen. Papa nickte. Ja, du hast recht. Drachenschnupfen ist eine ziemlich schlimme Sache. Es hat den letzten Drachenschnupfen vor 90 Jahren gegeben. Sterben jetzt alle Drachen? Fragte Fiete interessiert. Nein, sagte Papa, aber sie werden krank. Speien einen fürchterlichen Feuerhusten. Deshalb können sie nicht ins Krankenhaus. Sie müssen auf eine große Wiese, damit sie nichts abfackeln. Ja, aber sterben jetzt alle Drachen? Fragte Fiete wieder und Emmy merkte, dass er es einfach aufregend fand, als wäre es nur ein Spiel. Der Drache mischte sich ein. Nein, sie sterben nicht, brummte er mit seiner tiefen Stimme. Aber sie können dann nie wieder fliegen. Es war still in der Wohnung. Alle betrachteten den großen Drachen. Ein Schwein legte ihm seine kurzen Arme um den Hals. Es ist soweit. Ein Schwein legte ihm seine kurzen Arme um den Hals. Wir beschützen dich, sagte es. Und dann wurde Henk von der ganzen Familie umarmt. Aber nur kurz, denn dann brach Hektik aus. Überall klingelten Mama und Papa liefen herum, telefonierten und riefen sich Probleme zu. Der Drachenschnupfen breitet sich aus, rief Mama. Alle Drachen müssen zu Hause bleiben, rief Papa. Und der Ausflug in den Einhornwald? Fragte ein Schwein. Den machen wir ein anderes Mal, rief Mama. Es wurde ein komischer Tag, denn Familie Briggs ging nicht aus dem Haus. Emmy und Einschwein fand es gemütlich und baute mit Einschwein eine Höhle in ihrem Zimmer. Sie spielten Karten und puzzelten. Am zweiten Tag klingelte das Telefon schon los, als es draußen noch dunkel war. Papa hatte bereits den Fernseher angestellt, am frühen Morgen. Er wollte Nachrichten sehen. Wer einen Drachen hat, muss ab jetzt zu Hause bleiben, brüllte er durch die Wohnung. Keine 2 Minuten später umringten ihn alle und riefen durcheinander. In Emmys Kopf sausten viele Fragen herum. Ja, und die Schule? Fragte sie. Ja, wer einen Drachen hat, der kann jetzt nicht mehr in die Schule gehen, verkündete Papa. Was? Emmy hatte sich wohl verhört. Ich muss doch in die Schule, sagte sie erschrocken. Nee, wenn es einen Drachen in der Familie gibt, dann darf man nicht mehr rausgehen, sagte Papa. Auch Mama durfte nicht mehr zur Arbeit auf ihrer Polizeistation gehen. Aber ich bin ja kein Drache, maulte das Fabelwesen der Schwester, die Wildkatze. Geht mich doch alles gar nichts an. Abstand? Ja, jetzt wurde sie für den Drachen schlupfen. Du hast recht. es geht mich doch nichts an, ich bin doch kein Drache. Ja, aber es könnte sein, dass du den Drachenschnupfen mitbringst und dann steckst du unseren Drachen an. Drachenschnupfen ist nämlich sehr ansteckend.
Maikes Handy klingelte, also von der großen Schwester das Handy. Sie lümmelte sich aufs Sofa, legte die Beine auf den Schoß von Emmy und telefonierte all ihre Freunde ab. Sie fand es super cool, dass sie nicht mehr in die Schule musste. Der kleine Fiete allerdings warf sich auf den Boden. »Heute ist Sport, ist mein Lieblingsfach, ich will jetzt sofort in die Schule«, brüllte er. Mama zog ihn an einem Bein zur Seite, damit er nicht im Weg lag, während er brüllte. Ein Schwein setzte sich zu Fiete. »Weißt du, Hauptsache, unsere Drachen bleiben gesund«, erklärte es. Dann schlug Emmy vor, Schule zu spielen, und davon beruhigte sich Fiete etwas. Nee, gleich. Am dritten Tag klingelte das Telefon nicht mehr ganz so oft. Nur Oma und Opa riefen ungefähr alle halbe Stunde an, weil sie sich Sorgen um den Drachen machten. Sie wollten wissen, ob Henk Husten hatte oder Fieber oder ob er genug Vitamine aß. Henk ging es zwar gut, aber Oma bestand darauf, dass Emmy ihm einen Schal umband. Deshalb holte Emmy eine Tischdecke, weil sie natürlich keinen Schal in dieser Größe hatten. Die Eltern setzten sich auf das Sofa im Wohnzimmer. Die drei Kinder und alle Fabelwesen quetschten sich dazu. »Kinder, wir müssen jetzt sehr lange zu Hause bleiben«, erklärte Mama, »bis der Drachenschnupfen vorbei ist.« »Ja, und warum darf ich da jetzt nicht meine Freunde besuchen?«, fragte Maike, die große Schwester, griesgrämig. »Weil sich unser Drachen sonst anstecken könnte«, sagte Papa streng. Fiete hatte sofort sehr viele Fragen. »Muss ich jetzt auch nicht mehr Zähne putzen?«, fragte er. »Doch, das musst du«, sagte Mama. »Ja, aber muss ich jetzt im Klo nicht mehr spülen?« »Doch.« »Und muss ich jetzt nicht mehr aufräumen?« »Doch und doch«, sagte Mama. »Du musst alles machen?« »Naja, also außer den Dingen, die du jetzt nicht mehr machen darfst.« Fiete sah ein wenig durcheinander aus. Emmy hatte eine Idee. Sie holte buntes Papier und zerschnitt es. Auf die roten Zettel kamen Dinge, die im Moment nicht gingen. Schule rausgehen, Spielplatz, Geburtstag feiern, Freunde treffen, einkaufen gehen, Oma und Opa besuchen. Auf die grünen Zettel kamen Dinge, die noch erlaubt waren. Aufräumen, Fernsehen, Essen, in der Wohnung spielen. »Naja, du hast Popeln vergessen«, rief Fiete und grinste frech. »Auf welche Seite kommt denn das?« Mama bekam einen starren Blick. »Fiete, es reicht«, sagte sie. Maike fand ihren Bruder eklig und schubste ihn vom Sofa. Schnell ging ein Schwein dazwischen. »Popeln geht auch nicht«, erklärte das Schwein, »weil alles sauber sein muss.« »Manu«, meckerte Fiete. »Weißt du, Hauptsache, unsere Drachen bleiben gesund«, erklärte das Schwein. Am vierten Tag wieherte es draußen laut. »Jetzt kommt gleich mein Lieblingsbild. Warte. Noch nicht.« Emmy rannte zur Tür. Da stand Holly, das Einhorn, und neben ihm Henry, dem Holly gehörte. Henry trug einen Mundschutz, damit er den Drachenschnupfen nicht weitertrug. Holly brauchte keinen Mundschutz, denn, wie ihr euch sicher denken könnt, sind Einhörner so magisch, dass sie nicht mal jemanden mit Schnupfen anstecken können. Henry wuchtete sehr viele Taschen vom Einhornrücken. »Na, ihr habt ja einen Drachen und könnt uns ja jetzt doch nicht im Einhornwald besuchen«, sagte er. »Da haben wir ein bisschen für euch eingekauft.« Hinter ihm kam Hertha zum Vorschein, die kleine Wisch- und Waschbären seiner Mutter, ist auch ein Fabelwesen, aus dem Band, der jetzt verlost wird. Sie kommen, sind die übrigens alle, das Einhorn und Hertha und so weiter. Ist immer sauber? Der Wisch- und Waschbären? Ja, die Wisch- und Waschbären hätte. Ich weiß, alle Eltern wollen Hertha, die Wisch- und Waschbären haben. Kein Kind, aber alle Eltern, das ist ganz lustig. Hertha trug auch einen Mundschutz und zeigte auf einen kleinen Bollerwagen mit Gläsern. »Ich habe für euch eingekocht. Kompott, Tomatensauce, Marmelade«, erklärte sie. Einhorn Holly lud 8 Pakete Klopapier ab. Hertha zuckte mit den Schultern. »Entschuldigung, unser Einhorn hat gehamstert.« Das Einhorn lächelte verlegen. Oh, »die anderen haben auch so viel Klopapier gekauft«, sagte es. »Da habe ich aus Versehen mitgemacht.« Emmy und Einschwein fanden es nicht schlimm. Sie freuten sich mächtig, ihre Freunde zu sehen. Sie rannten und trugen und schleppten den Großeinkauf in die Küche. Die ganze Familie Brix winkte den freundlichen Helfern aus dem Flur zu mit Abstand und bedankte sich. Sollen wir noch einen Tag? Ja, nee, jetzt sind wir eigentlich, einen Absatz kannst du noch, oder? Vielleicht warte mal, ich glaube, das nächste Bild ist nochmal. Ja. Warte mal, dann mache ich das übernächste. Weil da kommt noch ein lustiges Bild, okay? Ja. Aber warte. Ja. Also, jetzt, den fünften Tag lassen wir jetzt mal aus und gehen gleich zum sechsten Tag. Am sechsten Tag war nämlich Papa sehr aufgeregt, dem geht es ein bisschen wie uns jetzt. Er musste ein Interview im Fernsehen geben, weil er Professor war und viel über Drachen wusste.
und darüber, wie man sie am besten schützte. Im Computer war der berühmte Reporter Herr Mob zu sehen. Noch 10 Sekunden, sagte Herr Mob. Papa, rief Emmy erschrocken, du hast ja noch deinen Schlafanzug an. Noch 5 Sekunden, sagte Herr Mob. Oh nein, rief Papa, das geht ja gar nicht. Er rannte los, um sich anzuziehen und die Haare zu kämmen. Doch schon ging die Sendung los. Lieber Professor Briggs, wie schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, sagte Herr Mob. Dann merkte er, dass Papa gar nicht da war. Emmys Herz klopfte entsetzlich vor Schreck. Nur ein Schwein blieb ruhig. Es setzte sich vor den Computer. Hallo, ich bin Einschwein, aber Papa ist noch nicht angezogen, erklärte es. Ach, sagte Herr Mob ein wenig verwundert. Ja, aber das ist egal, erklärte Einschwein. Hauptsache, unsere Drachen bleiben gesund. Emmy überwand ihre Scheu und setzte sich neben Einschwein. Jetzt konnten alle Leute sie sehen, die gerade Nachrichten guckten. Unserem Drachen geht es gut, sagte sie. Aber wir machen uns Sorgen. Da schob auch der Drache seinen großen Kopf vor die Kamera. Es ist schrecklich langweilig, wenn man nicht fliegen darf, erklärte er. Aber trotzdem, Leute, bitte steckt uns nicht an. Endlich kam Papa zurück. Jetzt trug er ein Hemd und gekämmt war er auch. Er setzte sich und gab sein Interview. Ein Schwein indes versuchte hinter ihm neue Leckereien zu erfinden. Für unseren Ausflug in den Einhornwald, wenn wir wieder raus dürfen, erklärte es. Dann erfand es kleine Brote in Hasenform, die es Hasenbrötli nannte. Es war nicht leicht, sie zu zaubern, aber Einschwein gab sich ordentlich Mühe. Du hast die Ohren vergessen, sagte Emmy an den Hasenbrötli. Ui, rief Einschwein, Ohren. Und es zauberte große Ohren. Schöne große Ohren, allerdings nicht an die Brote, sondern auf Papas Kopf. Und so saß er wohl nun in den Nachrichten mit Hasenohren aus Hefeteig. Und es war so lustig, dass Papa nicht mal schimpfte, sondern lachte. Er brach ein Brotohr ab und biss hinein. Naja, Hauptsache, unsere Drachen bleiben gesund, sagte er. So, da gibt es noch ein paar weitere Tage und ihr könnt euch, das kann ich ja nochmal kurz, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, auf der Webseite vom Oettinger Verlag die Geschichte kostenlos runterladen und dann könnt ihr auch gucken, was am Ende, ob Einschwein vielleicht noch eine Idee hat, wie es irgendwie auszuhalten ist. Ja, ladet euch das runter, super Service vom, ich sag mal, ich bin ja versucht zu sagen Oettinger Verlag, weil ich immer an das Bier denke, aber Oettinger Verlag, sehr guter Verlag, ich kann ihn nur empfehlen, macht sehr gute Bücher. Vielen Dank, Anna. Danke euch für die Einladung. Toll, dass du da warst.